Man kann den Helm nicht entfernen. Also hier dieses Remove Helmet funktioniert nicht im Vakuum, wenn man die Kerbals umbringen würde. Was passiert rein theoretisch, wenn man den Helm entfernen würde auf dem Mond? Aber also in KSP geht's einfach nicht. Was in echt passiert, ist, man erstickt primär vor allen Dingen. Also ja, das Vakuum ist auch nicht besonders geil, aber das tötet einen dann erst ein bisschen später. Es wird auch ziemlich kalt, aber auch das tötet einen erst ein bisschen später. Ich glaube, hauptsächlich erfriert man einfach ganz fürchterlich. Erstickt man ganz fürchterlich. Das ist das, was, glaube ich, am schnellsten geht, wenn ich mich recht entsinne. Ja, von daher, auch im Weltall wie auf der Baustelle, immer Helm tragen. Ganz einfache Regel. Immer Helm tragen. Nicht diskutieren, Helm tragen. So. Zack. Habe ich mich ein bisschen verschätzt, hä? Können wir noch ein paar Meter raus. Rausdengeln. Verdammt. Da war ich ein bisschen arg optimistisch mit den Abständen. Ah, vielleicht ist es nah genug dran, dass er mir helfen kann. Mal schauen. Oh, ein Connector-Port ist abgefallen. Naja, ah, es reicht, dass er helfen kann. Das ist die Hauptsache. Guckt, und jetzt kann man hier relativ schnell vorwärts kommen. Ja, auch das Blut würde ein wenig aufkochen, sobald der Druck sich reduziert hat. Also, beziehungsweise durch die starke Dekompression würde halt das CO2 Blasen werfen und danach dann das Wasser kochen. Aber ich glaube, man stirbt. Also, was tatsächlich wohl am schnellsten geht, ist das Ersticken. Aber falls ihr da Fachleute habt, die was anderes behaupten, dann gern auch das. So, ich bin jetzt kein Weltraummediziner. Ich habe das mal irgendwo gehört oder gelesen. Fragt mich bitte nicht. Aber nur weil ich das gehört oder gelesen habe, muss es nicht die alleinige Wahrheit sein. Also man erfriert auf jeden Fall nicht als erstes. Das ist schon mal die gute Nachricht. Und ich glaube, Dekompression bringt einen auch nicht schnell genug um. Also es ist ganz fürchterlich, aber der Sonnenbrand tötet einen zuerst. Well. Da bin ich wiederum relativ sicher, dass der Sonnenbrand nicht das Problem ist. So, jetzt machen wir hier unsere Mitarbeiterkette direkt nochmal. Das hat sich ja gerade gut angeboten. Relativ gut funktioniert. Und dann sind wir nämlich auch schon da mit dem Teil und können das aufsetzen. So. Geht noch ein bisschen was. So, zack, zack, zack. Dann müssten wir nämlich eigentlich, wenn wir den hier abstellen irgendwo, müssten wir eigentlich genug Unterstützung haben für die gesamte Strecke, um arbeiten zu können. Probieren wir es mal. So. Also, ist hier schon jemand dran? Nee. Okay, da muss der nochmal ransteppen. Der ist ein bisschen außer Entfernung raus. Der Skunk. Jetzt aber. So. Sehr schön, das wird doch. Das wird doch. Und dann ist unser Turm bald fertig. So. Man merkt nach 2 Minuten, dass man gar keinen Helm braucht. Ich denke, das können wir ausschließen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das geht jetzt natürlich nicht so einfach darauf. Da müssen wir wohl. Wohl oder übel. Uns auf den Tank draufstellen, wahrscheinlich. Dann müsste es vielleicht reichen. Mal gucken. Schwupp.
Ah, ist auch ein bisschen hoch immer noch, ne? Ja, obwohl geht. Zack. So. Haben wir das? Bleibt nur noch eine Sache zu tun, nämlich das Teil daran holen. Das wird jetzt ein bisschen zähflüssiger als mit dem Container, weil wir immer drei Leute. Immer drei Leute brauchen, die assistieren. So. Falsche Richtung. Invi kann auch schon mal losfliegen. Phew. Hi Tansu. Gute Nacht und viel Erfolg in der Nachtschicht. Und bei YouTube gibt es dann die Wiederholung. Oder natürlich auch hier auf Twitch. Einfach danach noch angucken. Liegt ja alles hier rum. So, zack. Und zurück. Und Vollgas. Oder auch nicht. Oh. So. Ich brauche einen Gabelstapler auf dem Mond. Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, das geht alles so. Alles wird super. Werdet ihr sehen. Alles wird richtig super. Ich habe da volles Vertrauen. Das ist ja alles ziemlich durchdacht. Auch wenn nicht immer alles so gut funktioniert, wie ich mir das manchmal wünschen würde. Im Normalfall lässt es sich eigentlich immer irgendwie retten. Und gibt's doch zu. Deswegen guckt ihr doch. Wegen den MacGyver-Aktionen. Ich muss jetzt gleich mal gucken, ob ich das einfach schieben kann, das Ding. Das wäre natürlich am einfachsten, wenn das ginge. Schade eigentlich. Na gut. So. Niklas ran. Die ran. So. Es ist nicht mehr weit. Es ist nicht mehr weit. So, der kann jetzt von der anderen Seite ran. Du, du, du. Du, du, du. Ach hier, und um dir das mal zu zeigen, mein Devil, falls du noch da bist, du musst auf diesen Knopf drücken, bis diese Config da erscheint. Also den Knopf hier drücken. Natürlich gegebenenfalls auch bei dir bei C1, bis diese Config erscheint. Oder so. So sieht's nämlich aus. So. Oder du stellst das Ding einfach sauber auf dem Boden vor ein. Und Damien will. Vielen Dank fürs Follow, viel Spaß beim Zugucken. Und wir heben mal die MPU die nächsten paar Schritte weiter. Zack. So. Lalala. Guck mal, noch zweimal heben, dann sind wir da. Dum-dum-dum. So. Zack. Ich glaube, das wird doch entspannter als gedacht mit der MPU. Und dann könnte ich gleich mal gucken, ob ich nicht doch alle Gebilde miteinander verbinde zu einer Basis, weil alle jetzt einen sauberen. Hoppla, bitte nicht umfallen. Weil alle jetzt einen sauberen Bodenanker haben, ist es jetzt eigentlich keine große Gefahr mehr. Oder keine so große Gefahr mehr, das zu tun. So, jetzt muss ich mal ein bisschen Abstand lassen wahrscheinlich. Obwohl. So. Zack. Jetzt die Jungs wieder zum Helfen ran. Oh. Abgerutscht. Hingefallen. So.
So. Der gute Mann kann da rüberfliegen. So, jetzt stellen wir das nämlich einmal direkt davor. Dann werdet ihr schon sehen, warum ich keinen Gabelstapler brauche. Sondern nur die Wunder der Körbelphysik, die Dinge möglich machen, von denen ihr gar nicht geglaubt hättet, dass sie funktionieren. Aber zeige ich euch gleich. So. Jetzt muss ich das da einmal reinstellen. Das mache ich wahrscheinlich am besten von hier aus. Ah, ne, muss schon auf die andere Seite rüber, sonst zu weit. Das Teil ist einfach zu groß. So. Tüftel, tüftel, tüftel. Bisschen aufpassen, dass wir ihn irgendwo anecken. So müsste es passen. Jawohl. Gut, jetzt müssen wir meine Helferkollegen nochmal alle in Position bringen. Das sind noch ein paar Schrittchen. So, und jetzt könnt ihr gleich sehen, wie diese Material Processing Unit auf ganz magische Art und Weise da oben drauf gebaut wird. Aber ich nehme an, ihr vermutet es mittlerweile schon, was ich vorhabe. Genau, der Ingenieur erzählt es mir nämlich auch gerade, was ich zu tun habe. Ich muss mich da jetzt einfach oben drauf stellen und baue das Ding dann einfach von oben drauf. Hahaha. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es mir gedacht habe. Tut es. Natürlich tut es das. Und elegant, wie es sich für einen Ingenieur gehört, nehme ich mir noch diesen Connector-Port mit, glaube ich, wenn ich schon mal hier bin. Ach, Mist, ich hätte vielleicht mal G gedrückt halten müssen. Komm nochmal hoch. So. Zack. Oh, gegengeflogen. Oh. Oh, fang dich. Fang dich. So. Das kippt nicht um. Wieso sollte das umkippen? Ist doch am Boden verankert. So. Diesmal ist es ja am Boden verankert. Das andere Ding hat sich ja gelöst von diesem Ground-Tether-Ding. Also von diesem Stein. Wie hieß das? Bodenanker, wie auch immer. Naja, also von diesem Stein auf jeden Fall. Und das hier ist ja jetzt wirklich auf dem Landegestell mit dem Ground-Tether verankert. Und die sind mir bisher noch gar nicht umgekippt, ehrlich gesagt. Von daher bin ich da eigentlich ganz optimistisch. So, jetzt machen wir hier mal eine Verbindung zum Strom. Und dann verbinden wir ihn, wie alle zugucken. Es ist so putzig. Also einmal Verbindung zum Strom. Das klang jetzt irgendwie nicht so, als ob ich es angebaut hätte, ehrlich gesagt. Warum rutschst du? Danke. Wo ist der denn jetzt weggerutscht? Und ich habe hier noch ganz viele Konnektoren. Sehr schön. Mal gucken, ob ich drei Stück mitnehmen kann. Das müsste mir dann nämlich eigentlich reichen für mein Unterfangen. Ja, die sind einfach nur fürchterlich schwer. Aber nehmen nicht besonders viel Platz weg. So, dann kommt hier drüben nämlich einer ran für die Verbindung hierher. Und dann machen wir von da eine Verbindung darüber oder so. Für die Stromanbindung. Dann haben wir endlich mal alles unter Kontrolle und alles an einem Strang. Und dann können wir hier richtig cool wohnen, glaube ich. Hoffe ich, ehrlich gesagt. So. Zack, und dann müssen wir hier eigentlich nur noch sagen, Link. So. Und hier drüben schon mal unsere kleine Fabrik anschalten. Und Eska, vielen lieben Dank für dein Follow. Viel Spaß beim Zuschauen. Und jetzt tun wir den Knöpfchen hier wieder verbinden. Zack, dann haben wir das. Sehr schön. So. Und dann kommt hier noch eine Verbindung darüber. Muss ich mal gucken, habe ich da zufällig doch noch einen Connector-Port dran schon? Nee, ne?
Nicht wirklich. Okay, dann werden wir jetzt das Ding einmal abbauen und ich hoffe da reinstecken. Ich weiß nicht, ob da noch Platz war, aber ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück funktioniert das ja. So. Inventory. Ne, das ist ziemlich voll. Dann machen wir die PDU einfach ein bisschen nach oben. Oder auch nicht. Dann machen wir sie einfach ein wenig hier rüber. Zack, dann haben wir hier Platz für so einen Connector-Port. So. Es wird. Gleich haben wir eine komplett verbundene Basis. Haben Sie eigentlich unendlich Sauerstoff? Ja, im Prinzip schon, aber ich habe eine gewisse Ether-Time, wie lange ich draußen sein kann. Also das ist beschränkt, das ist quasi mein Sauerstoff und so. Und bei Tech Life Support hat man auch Sauerstoff, Wasser, Essen und so weiter als beschränkende Faktoren. Hier bei USI Life Support ist es im Prinzip durch diese Ether-Time abgebildet. Die ist, glaube ich, eine Stunde. Und ich glaube, bei Tech hat man, lasst mich nicht lügen, ich glaube, in den Standardeinstellungen mit Tech Life Support hat man ungefähr 6 Stunden draußen, bevor die Vorräte alle gehen. Ich finde jetzt eine Stunde ein bisschen limitierender, aber das ist jetzt gehüpft wie gesprungen, ehrlich gesagt. Dafür ist Tech bei anderen Sachen ein bisschen restriktiver. Ja, aber beide Life-Support-Systeme schränken Ether auf jeden Fall ein. So, und Jägers oder M-Jägers lieben viel. Reboot. So. Vielen lieben Dank fürs Follow und auch dir die letzten paar Minuten noch viel. Da hat sich irgendwas gerade ganz schön stramm gezogen. Viel Spaß beim Zugucken. So, und theoretisch kann ich jetzt eigentlich nach Hause gehen hier in meine Bude rein. Und ganz ehrlich, der Ingenieur hat sich das richtig verdient, mal die große Bude zu kriegen. Ehrlich gesagt. Der hat echt hart gearbeitet. Ach, oh, da liegt noch ein Connector-Port rum. Ah, ein Eichhörnchen. Nichts schlecht werden lassen. Niemals etwas schlecht werden lassen. Zack, jetzt kann ich, glaube ich, leider nicht mehr so richtig fliegen. Mit viel Mühe und ganz viel Not. Airborne. Uff. Immer noch besser als laufen. Lieber schlecht geflogen als gut gelaufen. Gerade so bis zur Tür geschafft. So. Jetzt darf sich der gute Mann mal ganz entspannt da reinsetzen. Da. Achso, ich muss ihn jetzt aber darüber transferieren irgendwie, ne? Warte mal, der ist hier drin. In dieses Inventory. Und dieses Inventory. Kann ich das hier mal rüberlegen? Zack, dann gehen die Sachen auch nicht verschütt. So. Und dann kann man doch irgendwie Transfer Crew, genau. Ich möchte dich gern in die große Hütte reinstecken. Super. Jetzt sitzt er im großen Haus und freut sich total. Die nächsten 4 Jahre sind für ihn gesichert und 405 Tage. Aber die schlechte Nachricht für Invi ist, das Essen muss er natürlich mit den anderen Vögeln teilen. Ob es ihm gefällt oder nicht. So. Der Niklas zum Beispiel. Der Niklas als Pilot geht rüber ins Haupthaus, da kam er auch her. Ich kann gleich mal eine IVA versuchen zu machen, IVA versuchen zu machen da drin. Lasst mich erstmal die Jungs kurz verteilen. Und dann können wir gleich mal gucken, wie das aussieht. So. So, der nächste drin. So, der Wissenschaftler geht mal rüber zum Ingenieur, dann können die ein bisschen fachsimpeln zusammen. Außerdem müssen die hier die Batterien betreuen und so. Kopf rein, Kopf rein. Oh.
So. Schwupp. Sehr schön. Und last but not least, der liebe Skunk Kerman. Und als arbeitendes Volk fühlt er sich mit unserem Piloten zusammen richtig wohl. Er muss ja gerade nichts abbauen. Ist ja mehr als genug gebunkert worden. So, dann kann er hier in die große Haupthütte auch mit rein. Da ist nämlich auch Kabelfernsehen. Die andere ist eher so die Ruheräume, sage ich jetzt mal. So. Zack. Wie ist denn der Status vom Reaktor? Ach, dem geht's eigentlich ganz gut, hoffe ich. Also. Mal zum Zwischenstand. Das Licht flackert, das sieht aber nur so aus wegen irgendwelchen Grafik-Bug-Mods-Sachen. Aber wir haben ganz viel Strom, weil unser Reaktor fröhlich vor sich hinläuft. Den können wir aber im Moment, glaube ich, auch mal runterfahren, denn wir haben im Moment ja Sonnenschein und damit mehr als genug Strom über unsere Solarpanels. So, Planetary Warehouse von mir aus schon. Von mir aus auch das. Was denn jetzt passiert? Jetzt verschieben wir uns irgendwo hin. Warum ist jetzt Gypsum halb leer? Wohin ist Gypsum jetzt verschwunden? Hat das jemand mitbekommen? Ich hatte doch eben noch voll viel Gypsum, richtig? Also 4500, aber jetzt sind... Ja, die IFA mache ich gleich, aber ich habe doch eben... Ich muss zugeben, ich bin verwirrt, wohin es verschwunden ist, aber ich werde jetzt auch keine Fragen stellen. Es ist halt jetzt einfach weg. Im Rover? Meint ihr, es ist in den Rover geflogen? Können wir rüberschalten. Das ist Debris vom Rover. Ja. Da müsste jetzt bald mal der Rover kommen, oder? Ja. Nee, es ist nicht komplett rübergegangen. Gut, wo auch immer es hin ist, es ist nicht mehr da. Das ist jetzt aber auch nicht so wild, weil wir können auf jeden Fall jetzt einmal hier noch den Fertilizer rüberfüllen. Das hilft auf jeden Fall. Und Mulch haben wir auch noch genug. Gut, die Produktion läuft. Also wir haben, wo ist es? Supplies minus laufen und wir haben Fertilizer minus laufen. Das heißt, die Fertilizer-Produktion funktioniert. Und egal, wo das Gypsum hin ist, da wo es herkam, ist ja noch mehr, nämlich unten im Boden. Und das können wir einfach wieder abbauen. Also von daher ist Gypsum überhaupt nicht das Problem. Jetzt machen wir nochmal die IVA, um uns das anzugucken. Also das hier ist natürlich der Container, in dem wir sitzen. Das ist die andere Seite vom Container, in dem wir sitzen. Das hier ist wahrscheinlich die kleine Tür, in der gerade unser Scientist sitzt. Jawohl. Und jetzt ist das wohl die nicht besonders spektakuläre IVA von dem großen Container. Also ist optisch nichts Besonderes gemacht worden. Das ist einfach so, wie es ist. Sonst nichts. Also, wir haben irgendwie ein bisschen Gypsum verloren, aber das ist halt so. Von daher leben wir da einfach mal mit. Ja, und ich würde sagen, damit lassen wir es für heute erstmal gut sein. Da war jetzt vielleicht noch ein bisschen was anderes geplant. Wir wollten ja eigentlich noch eine Versorgung zur Mondraumstation machen. Ich glaube, die war es noch. Genau, die Moon Space Station ist in 103 Tagen fällig. Hier stehen 101 Tage auf dem Ticker, sollten sich aber dann langsam steigern, dadurch, dass hier Supplies hergestellt werden. Hier muss irgendwann mal ein richtiges Warehouse hin, dass wir mehrere Container aufbauen können. Und ja, wir haben angefangen mit Leute von A nach B schieben. Also eigentlich sind wir aus dem Rover ausgestiegen. Am Ende haben wir die halbe Mondbasis umgebaut. Und wie ihr sehen könnt, oh, guckt mal, wie wunderbar heiß der Reaktor läuft. Seht ihr, die Panels leicht glühen? Sehr schön, das gefällt mir. Aber der kühlt jetzt langsam ab und kühlt doch langsam ab. Ja, der kühlt langsam ab. Das ist gut. Und wir lassen die Mondbasis jetzt einfach mal so stehen. Guck mal, sie leuchtet auch schon ganz schick. Also mittlerweile ist da einiges geboten.
Und ich schicke euch damit mal in den Rest von eurem Sonntag. Wir sehen uns aller Voraussicht nach am Dienstag. Es kann sein, dass ich mich ein bisschen verspäte, dann schreibe ich aber was dazu. Ansonsten sehen wir uns am Dienstag um 21 Uhr zum Real Solar System und dann am Donnerstag zu Hardcore Kerbal und last but not least am Sonntag wieder zu Hardcore Colonization. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, einen wunderschönen Sonntagabend. Mein Name ist Robert. Und tschüss.